Herr Professor, normalerweise ja. Fragt man ja nicht nach dem Alter. Darf ich Sie trotzdem fragen, wann Sie Geburtstag haben? Wann ich Geburtstag ja. habe? Ja. Am 4. Juni 1891. Na, geboren bin ich in der Steiermark, nicht wahr? Mhm. Und aufgezogen, in die Schule gegangen und in die Volksschule gegangen bin ich in Wien. Im ganzen Gymnasium bin ich in Milk. Da war ich in Milk auch jahrelang. Und Universität habe ich in Wien studiert. Wie haben Sie sich denn so fit, so jung erhalten? Was haben Sie denn gemacht? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wie der liebe Gott das macht, das weiß ich nicht. Sie sind Mathematikprofessor. Was haben Sie gerne gemacht, sportlich, neben Skifahren? Sportlich gerne gemacht? Ja, was halt war. Im Winter, Skifahren und im Sommer Bergsteigen. Können Sie sich noch an den Kaiser erinnern? Ich kann mich erinnern, meine Mutter ist mit mir einmal nach Schönbrunn gegangen, wo man mal gewusst hat, dass der Kaiser vorbeikommt. Na, da habe ich ihn gesehen. Waren Sie ein strenger Lehrer? Das weiß ich nicht, das wissen. Da müssen Sie die Leute fragen, die bei mir in die Schule gegangen sind. Lieber Herr Professor, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns zu reden. Ja, ich wünsche Ihnen noch viele, viele, viele Jahre, dass Sie so gesund bleiben mit Ihrer Tochter. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Dankeschön.